Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu meinen 5 Top- und Flop-Games des Jahres 2019. Und wie immer ist diese Liste komplett persönlicher Natur. Also falls ihr anderer Meinung seid oder irgendwelche Spiele auf dieser Liste vermisst, habt ihr Unrecht. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz 2 Spiele erwähnen, die zwar gut aussehen, aber für die ich irgendwie nicht die Zeit hatte. Das ist einerseits Control von Remedy, was wir ja kurz mal in einer Folge Penis gespielt haben, aber ich dann irgendwie nie mehr dazu gekommen bin, das zu spielen. Und andererseits Disco Elysium. Dieses Rollenspiel hat ja eine mittlerweile schon fast fanatische Fangemeinde und irgendwann werde ich es auch schaffen, mich damit auseinanderzusetzen, aber bisher habe ich es nur einmal gestartet und war instant von diesen depressiven Texten abgeturnt. Ich war wohl einfach nicht in der richtigen Stimmung. Aber vielleicht nächstes Jahr. Kommen wir jetzt zu Flop 5. Das Spielejahr 2019 lässt sich meiner Meinung nach ganz gut mit Meh zusammenfassen. Ich hatte echt Schwierigkeiten, 5 Spiele zu finden, die mich dieses Jahr richtig enttäuscht haben. Und das liegt leider nicht daran, dass ausschließlich gute Spiele veröffentlicht wurden, sondern eher daran, dass ich bei vielen Spielen einfach gar nichts erwartet habe. Und da fange ich dann manchmal an zu zweifeln. Werde ich alt? Hatten meine Eltern doch schon immer recht und irgendwann habe ich genug von diesen Videospielen? Werde ich mit meinem fortgeschrittenen Alter irgendwie zynisch oder hype-resistent? Unfug, sage ich. Meine Liebe zu Videospielen ist immer noch genauso groß wie eh und je. Ich habe dieses Jahr beispielsweise The Witcher 3 erneut durchgespielt und hatte erneut häufiger feuchte Augen. Nicht nur wegen der Geschichte. Auch wegen der Geschichte, aber nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen der Großartigkeit des Spiels. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr über eine Wiese reitet und die Sonne am Horizont auf euch hinabscheint und ihr einfach nur da sitzt und dankbar dafür seid, gerade dieses Meisterwerk erleben zu dürfen? Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass ich nie meine Leidenschaft für Videospiele verlieren werde. Und ich hoffe, dass es meine Top 5 auch widerspiegelt. Aber Platz 5 in der Flop-Liste teilen sich all diese Lame-O-Spiele, die dafür sorgen, dass ich an mir zweifle, obwohl sie einfach nur zügig zusammengeschusterte oder mittelgute Games sind, die teilweise noch unbedingt vor der Konsolengenerationswechsel rauskommen mussten. Und deswegen geht mein Flop 5 gemeinsam an die Rage 2s da draußen, an die Days Gones, an die Ghost Recon Breakpoints, an die Far Cry New Dawns, an die Crackdown 3s und all die anderen Meh-Games dieses Jahr. Top 5 Anno 1800. Lange musste ich auf einen würdigen Nachfolger von Anno 1404 warten. Ich meine, Anno 2205 und Anno 2070 haben mich einfach kalt gelassen. Das war für mich kein Anno. Ich wollte mich verlieren in den Aufbau eines Imperiums in einfacheren Tagen, ohne Roboter oder Atomkern. Und mit Anno 1800 ist mein Wunsch endlich in Erfüllung gegangen. Ich meine, wie wunderschön ist bitte dieses Spiel? Diese Detailverliebtheit, die die Entwickler von Blue Byte aus Mainz in ihre Anno-Teile stecken, begeistert mich immer wieder. Es kommt so ein wohliges Gefühl auf, wenn man nach und nach, Stunde um Stunde, Insel um Insel, seine Städte vergrößert, sich um die Einwohner kümmert, sicherstellt natürlich, dass auch genug Bier da ist und alles wächst und gedeiht und besser und größer wird. Das gibt mir eine ganz besondere Befriedigung. Ja, wenn Sex nicht ist, wa? Flop 4. Death Stranding. Das wohl umstrittenste Spiel der letzten Jahre. Wenn man zurückblickt, Metal Gear Solid ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. Und Schöpfer dieser Serie ist Hideo Kojima, der dank Metal Gear Solid von vielen zum Genie und Gaming-Großmeister ernannt wurde. Aber irgendwann hatte Kojima genug von Metal Gear Solid, verständlicherweise, und wollte sich anderweitig ausleben. Hat dann mit Regisseur Guillermo del Toro gemeinsam an einem neuen Silent Hill gearbeitet und mit PT, dem Playable Teaser für die PS4, erneut so sehr für Aufsehen gesorgt und auch die Meinung seiner Anhänger nur bestätigt, dass Hideo Kojima ein Spieleentwickler-Gott ist. Leider hat sich dann der Gott mit seinem Arbeitgeber Konami zerstritten, sodass das nichts wurde mit diesem Silent Hill und Kojima sich was Neues, Eigenes ausdenken musste. Und dieses Erstlingswerk seines erst komplett eigenen Studios ist Death Stranding. Und Kojima wollte damit
etwas ganz Großes schaffen. Er wollte ein Spiel schaffen, das die Menschen in schweren Tagen zusammenbringt. In Zeiten, in denen das Internet und auch die Welt voller Hass und Auseinandersetzung ist, wollte er ein Spiel schaffen, das zeigt, wie wichtig es für die Menschheit ist, zusammenzuhalten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Und sein Ansatz dafür war, dass das Spiel eigentlich nervig ist und gar keinen Spaß macht, aber wenn alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig Straßen und Brücken bauen, wird es für alle leichter. Und das finde ich eigentlich eine sehr coole Idee, die auch meinen absoluten Respekt hat. Aber leider ist die Grundvoraussetzung dafür ein langweiliges und nerviges Gameplay und darüber bin ich einfach nicht hinweggekommen. Death Stranding ist ein DRL-Simulator mit unendlich vielen Systemen und dessen Gameplay-Loop darin besteht, immer wieder ein Paket von A nach B zu bringen. Und das macht für mich keinen Spaß. Und wenn jemand eine Brücke gebaut hat, ist das zwar leichter, aber es hat immer noch keinen Spaß gemacht. Ich habe das Spiel nur so lange gespielt, weil es mit dem Chat auf Twitch eigentlich ganz witzig war, aber insgesamt hat es mich dann in Kapitel 3 verloren. Andere hatten aber eine komplett andere Reaktion und sind komplett in dem Konzept aufgegangen. Deswegen ist es zwar für mich enttäuschend, dass der Erfinder einer meiner liebsten Spieleserien aller Zeiten ein für mich langweiliges Spiel geschaffen hat, auf das ich lange gewartet habe, aber wenn es viele andere total genossen haben, dann soll es ihnen gegönnt sein. Es ist nur schade, wie viel Hass und Missgunst diese Diskussionen über Death Stranding ausgelöst haben, obwohl das Spiel ja eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollte. Top 4. Star Wars Jedi Fallen Order. Wie cool ist es bitte, dass wir endlich mal wieder ein geiles Star Wars Singleplayer-Spiel bekommen haben. Ich meine, dieses Universum ist so groß und so interessant und man könnte so viele tolle Spiele darin ansiedeln, wie es in der Vergangenheit ja auch schon häufiger passiert ist. Man muss nur an KOTOR oder Jedi Knight zum Beispiel zurückdenken. Aber seit einigen Jahren liegen die exklusiven Videospielrechte bei EA und die haben sich nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Battlefront 2 war zum Release beispielsweise eine Katastrophe, eine Frechheit sogar. Und auch wenn es mittlerweile gut sein soll. Das Viscarol-Spiel wurde 2017 eingestellt. 1313 wurde schon vor EA gecancelt. Also die letzten Jahre waren nicht leicht für videospielende Star Wars Fans. Aber dann hat EA entschieden, Respawn ein Star Wars Spiel machen zu lassen und wenn Respawn eins kann, dann Videospiele entwickeln. Da sie aber primär Ego-Shooter gemacht haben, hat man sich wohl etwas von anderen Spielen inspirieren lassen. Ich meine, für mich ist Jedi Fallen Order eine Mischung aus den neuen Tomb Raider-Teilen und Dark Souls. Leider ist es aber lange nicht so perfekt wie Dark Souls. Das Kampfsystem ist zum Beispiel deutlich unpräziser. Und Tomb Raider ist in vielerlei Hinsicht schon ein schlechteres Uncharted. Und das denkt man bei Jedi Fallen Order auch hier und da. Aber trotz dieser Schwächen hat es super viel Spaß gemacht, die Geschichte von Fallen Order zu erleben. Ich fand die Figuren interessant und ich finde übrigens auch, jedes Spiel sollte so einen Ort wie das Schiff haben, zu dem man zwischendurch zurückkommt, sich mit seiner Crew austauschen kann und sowas wie Pflanzen anbauen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich finde sowas mega geil. Aber abgesehen davon waren die Kämpfe trotz Unpräziseheit spaßig genug und auch dank der Machtfähigkeiten spaßig genug. Und das Erkunden der Level hat mir besonders viel Spaß gemacht. Es war immer geil, nicht dem Questmarker zu folgen, sondern sich selber umzusehen, um dann auf besonders starke Gegner zu stoßen oder eine geheime Abkürzung zu entdecken. Und außerdem fand ich die Geschichte und auch das Ende richtig gut. Man hatte eine schöne Entwicklung gesehen. Deswegen Hut ab, Respawn. Es ist lange kein perfektes Spiel, aber es hat mir viele Stunden Freude bereitet. Flop 3. Sekiro Shadows Die Twice. Okay, packt eure Mistgabeln und Fackeln wieder weg, ja? Ich weiß, dass für viele Sekiro das beste Spiel des Jahres war und ich weiß auch, dass es eigentlich ein großartiges Spiel ist. Ich kann mich erklären, ja? Zuerst mal müsst ihr wissen, dass ich ein großer Dark Souls-Fan bin, ja? Das hat bei mir ein bisschen gedauert, das wissen viele von euch ja auch, aber mittlerweile liebe ich diese düstere mitteleuropäischen Fantasy-Welten mit ihrer Lore, die man nur über Environmental Storytelling und Item-Beschreibungen herausbekommt oder sich von Vatividya erklären lässt.
Ich liebe dieses total offene Kampfsystem, das einem so viele Möglichkeiten gibt, genau den Stil zu verfolgen, mit dem man am meisten Spaß hat. Es ist unglaublich, wie Miyazaki das immer hinbekommt, dass man theoretisch ein schwer gepanzerter Ritter mit dickem Schild und riesiger Keule sein kann. Oder ein Magier, der keine Rüstung hat, aber dafür mächtige Zauber. Oder Ninja ohne Schild, nur mit Katana. Und man kann so viel mehr spielen, aber trotzdem macht es jedem Spaß. Aber irgendwie hat genau das bei Sekiro bei mir nie so wirklich geklickt. Ich habe bei Dark Souls immer den schildlosen Katana-Schwinger gespielt. Kämpfe waren immer fiebrige Tanzduelle, bei denen ich so durch Schläge gesprungen bin, versucht habe, hinter die Gegner zu kommen und im richtigen Moment zuzuschlagen. Und gefühlt ist das bei Sekiro nicht mehr so ganz möglich. Miyazaki hat mit Sekiro ein fokussierteres Spielerlebnis geschaffen. Es gibt Zwischensequenzen, eine relativ klare Story, zumindest das, was ich bisher gesehen habe, so Intro. Es gibt keinen Charaktereditor mehr, man spielt eine vordefinierte Figur. Das Spiel möchte einem einen ganz besonderen Kampfstil antrainieren, der vor allem auf Riposten basiert. Und ich, bockiges Kind, wollte einfach nicht mich drauf einlassen. Ich will ausweichen und nicht parieren. Aber mit dieser Einstellung macht Sekiro keinen Spaß. Bloodborne war für mich ähnlich fokussierter, mit so einem ganz bestimmten, bevorzugten Kampfstil, voller Aggressivität. Aber der hat mir irgendwie besser gepasst. Und bei Sekiro kommt jetzt noch das Szenario dazu, was mir nicht besonders gefällt, aber darüber kann ich hinwegsehen. Ich meine, wenn mich ein Spiel packt wie Nier Automata, dann kann ich das ja auch, aber wie gesagt, bei Sekiro hat es leider nicht geklickt und ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Deswegen meine Flop 3. Top 3. Civilization 6 Gathering Storm. Kann man diesen Song eigentlich hören, ohne Gänsehaut zu bekommen? Mein Gott, liebe ich Civilization 6. Und ich weiß, dass es schon 2016 rausgekommen ist, aber die Erweiterung Gathering Storm von diesem Jahr hat das Spiel nochmal auf eine komplett neue Ebene gehoben und dafür gesorgt, dass Civilization 6 in meiner Steam-Bibliothek nach Modern Warfare 2 und Garry's Mod das drittmeistgespielte Videospiel aller Zeiten ist. Und Garry's Mod hätte ich eigentlich schon längst bekommen, wenn meine Spielstunden von der iPad-Version mitgezählt würden von Civ 6, die übrigens, die iPad-Version, das komplette Spiel ohne Abstriche ist. Das finde ich total genial, das nur als Einwurf. Aber zurück zu Civ 6. Laut dem Schöpfer Sid Meier, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist ein gutes Spiel eine Serie interessanter Entscheidungen. Das kann man auf Spiele total unterschiedlich anwenden. Bei Dark Souls zum Beispiel reichen diese Entscheidungen von, wo gehe ich als nächstes hin, zu weiche ich den Schlag nach vorne, hinten, rechts oder links aus. Bei Witcher 3 kommen dann noch so Entscheidungen in Gesprächen und Quests dazu, die Auswirkungen auf die Geschichte haben können. Skillsysteme, Inventare und. Videospiele sind ein interaktives Medium und es ist nur natürlich, dass Entscheidungen einen ganz wesentlichen Teil der Spielerfahrung ausmachen. Civilization 6 ist meiner Meinung nach die komprimierte Perfektion der Einstellung, dass gute Spiele eine Serie interessanter Entscheidungen sind. In Civ 6 wird man durchgehend mit Entscheidungen konfrontiert. Und sobald man mit seinen Entscheidungen in einer Runde durch ist, reagieren alle anderen Gegner auf der Karte auf die eigenen Entscheidungen und treffen eine eigene. Und dann kann man wieder selber reagieren und so geht es durchgehend und immer weiter und immer weiter und wenn man einmal in diesem Sog ist, kann man nicht aufhören. Eine Runde geht noch, ich kann einfach nicht mehr aufhören. Ah, oh Mann, ich liebe Civilization 6. Flop 2, Trials Rising. Oh Mann ey, Trials Rising ist für mich so eine frustrierende Sache. Wir haben uns natürlich alle total auf den Nachfolger unseres geliebten Trials Fusion gefreut. Ja, endlich neue Motorräder, neue Maps, neues alles. Aber dann wurden so komische Entscheidungen getroffen, die uns das Spiel richtig madig gemacht haben. Entscheidung 1. Der private Multiplayer-Modus wurde erst Monate nach Release reingepatcht. Und ohne den privaten Multiplayer-Modus konnten wir das Spiel nicht vernünftig spielen. Man konnte beispielsweise keine Lobby erstellen und Karten aus der Community raussuchen. Offenbar spielen die meisten Trials-Fans Trials im Einzelspieler-Modus, weswegen die Entwickler nicht so viel Arbeit in den Multiplayer-Modus gesteckt haben, aber für uns war das super ärgerlich. Entscheidung 2. Motorräder müssen im Singleplayer-Modus freigeschaltet werden. Auch komplett unverständlich für uns, weil wir den Singleplayer-Modus nicht spielen. Wir spielen nur zusammen. Und da kann man dann die meisten Motorräder nicht nutzen, weil man die erst freispielen muss. Und das dauert auch noch echt lange. Sowas ist mega nervig.
Und dann Entscheidung 3, fast schon das Wichtigste für mich eigentlich. Das Punktesystem wurde so überarbeitet, dass nur noch die Position auf der Strecke zählt und nicht die Anzahl der Restarts. Das ändert unsere Multiplayer-Partien insofern, dass fehlerfreies Fahren etwas weniger belohnt wird als vorher noch. Statt zu versuchen, das Motorrad bei einem Sturz oder beim Umkippen zu fangen, war es häufig schneller, einfach beim Checkpoint neu zu starten. Die ganze Zeit, bis man den Sprung geschafft hat. Das hat ein bisschen die Faszination genommen, weil die Rettungsversuche meiner Meinung nach zu den coolsten Momenten unserer Videos gehören. Und mit diesen ganzen Änderungen hat Trials Rising so wenig Spaß gemacht, dass wir zu Trials Fusion zurückkehren mussten. Zum Glück schaut ihr das auch immer noch gerne. Top 2. Apex Legends. Oh man, dieses Gefühl, dieser Sound und wie du dann auf den Planeten zufliegst und dann endlich Kontrolle über deine Spielfigur bekommst und man fühlt sich Apex Legends gut an. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Shooter gespielt habe, der sich so gut anfühlt. Das Movement, das Aiming, das Schießen, alles geht so leicht von der Hand, als wenn ich es jahrzehntelang trainiert hätte. Was ja eigentlich auch so ist, wenn man bedenkt, wie lange ich schon Ego-Shooter spiele. Und Apex Legends führt das alles zusammen und perfektioniert dieses Feeling eines schnellen Multiplayer-Shooters. Und das aus dem Nichts, wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr noch überhaupt gar keine Ahnung davon hatten, dass am 4. Februar das aus meiner Sicht beste Battle-Royale-Spiel überhaupt erscheint. Ist es schon verrückt, wie geheim alles gehalten wurde und wie gut das geklappt hat. War aber smart, finde ich. Denn wer hätte gedacht, dass bei einem Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter mit Overwatch-mäßigen Helden von fucking EA was Gutes dabei rauskommt. Vor allen Dingen nach Battlefront 2. Aber auch hier hat Respawn delivered. Und man erkennt schon, dass ihnen Ego-Shooter ein wenig besser liegen als Third-Person-Action-Adventure. Ich hatte so viele schöne, spannende, schweißtreibende Stunden mit Apex Legends. Der einzige Nachteil ist, dass es auf 3 Personen ausgerichtet ist und ich die nicht immer habe. Dieses revolutionär geile Ping-System hat es zwar auch erträglich gemacht, mit Randoms zu spielen, aber leider gibt es da immer noch zu viele Leute, die Spaß daran haben, zu trollen oder Leuten auf den Sack zu gehen. Deswegen ist Apex Legends vor allem mit 2 Freunden ein Fest. Dann aber auch richtig. Flop 1. Anthem. Wenn man darüber nachdenkt, welche meisterlichen Kunstwerke die Mitarbeiter von BioWare in ihrer Unternehmensgeschichte produziert haben, macht mich Anthem gar nicht mehr sauer. Es macht mich einfach nur noch traurig. Mass Effect Andromeda hat mich noch sauer gemacht, weil es die beste Rollenspiel-Trilogie, die ich jemals erleben durfte, sehr unschön zu Grabe getragen hat. Nach dem Desaster ist aber noch so ein kleiner Rest Hoffnung geblieben, dass doch noch was gerettet werden kann bei BioWare. Aber Anthem war dann wirklich der letzte Nagel im Sarg des so geschichtsträchtigen, des einst so beliebten und gefeierten Entwicklerstudios. Ich meine, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn Dragon Age 4 dann irgendwann mal erscheint, aber meine Hoffnung ist mittlerweile komplett erloschen. Anthem war wirklich ein schlechter Witz und BioWare nicht würdig. Top 1. Outer Wilds. Bei den Flop 5 Spielen habe ich noch darauf bestanden, dass meine Liebe und Passion zu Videospielen noch lange nicht erloschen sind. Dass ich immer noch diese kindliche und unvoreingenommene Begeisterung für ein Stück Software empfinden kann, wie ich schon seit vielen Jahren tue. Und kein Spiel hat mich dieses Jahr so sehr daran erinnert und mich das so sehr fühlen lassen wie Outer Wilds. Outer Wilds ist in so einer gewissen Art ein Rätselspiel. Wie beim wirklich fantastischen The Return of Obra Dinn lernt man nach und nach kleine Puzzleteile einer größeren Geschichte kennen, die sich am Ende zu etwas Ganzem zusammensetzen. Es geht um eine sterbende Galaxie, um eine ausgestorbene Spezies, um die Akzeptanz des Unvermeidlichen, um Beziehungen, Neugier und Wissenschaft. Um zu diesen Puzzleteilen zu kommen, muss man durch ein Universum reisen und lernen. Es ist dabei egal, wo man beginnt, wo man hinreist. Es gibt überall interessante Entdeckungen zu machen. Überall kommt man seinem Ziel ein wenig näher. Outer Wilds spricht dabei meinen Entdeckerinstinkt an. Dieses bestimmte Gefühl, das zuletzt vor allem Breath of the Wild hinbekommen hat. Dieses Gefühl,
in einer fremden, faszinierenden Welt zu sein und überall meinen Wissensdurst stillen zu können. Hinter jedem Felsen wartet eine neue Info, auf jedem Planeten interessante Rätsel. Manchmal kommt man nicht weiter, muss aufgeben, sucht woanders weiter und findet unverhofft die Lösung an einem anderen Ort. Es bleibt dabei immer spannend, es macht Spaß mit dem Raumschiff und dem Jetpack zu reisen und die Musik ist wirklich ein Fest. Aber man benötigt Geduld für Outer Wilds. Das Spiel suggeriert Zeitdruck, aber davon dürft ihr euch nicht beeinflussen lassen. Ihr habt alle Zeit der Welt. Nutzt sie. Redet mit jedem. Lest jedes Schild und jede Nachricht. Lehnt euch zurück. Reist durch die Galaxie. Lernt so viel ihr könnt. Und erlebt so mein Spiel des Jahres 2019. Und das waren sie, meine Top 5 und Flop 5 Videospiele 2019. Was für ein Jahr, was für ein Jahr. Auch für mich persönlich interessant. Der Umzug nach Berlin hatte große Auswirkungen tatsächlich auf mein Leben. Größere, als ich vorher erwartet hätte, aber positive Auswirkungen. Und am Anfang, als ich diese Liste zusammengestellt habe, dachte ich, mein Gott, dieses Spielejahr war echt nicht so geil. Aber als ich dann nochmal alle Spiele durchgegangen bin, dachte ich, ach komm, so scheiße war es gar nicht. Es war eigentlich ganz nice und hat viele schöne Momente hervorgebracht. Und ich hoffe, das seht ihr ähnlich. Ich weiß, dass viele von euch andere Lieblingsspiele dieses Jahr hatten. Ich habe vorher mal auf Twitter gefragt. Das ist ja auch ganz natürlich sowas wie Kingdom Hearts. Das ist nichts für mich. Sowas wie Fire Emblem, sowas wie Resident Evil 2. Das sind alles fantastische Spiele, aber nicht meine. Und das ist das Schöne an Videospielen. Jeder hat da ja was. Und ich erfreue mich auch immer an eurer Freude über Spiele, die ich nicht verstehe. Und ich hoffe, ihr ebenso bei mir. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen unterhalten wieder bei der Liste hier. Und ich wünsche euch ein fantastisches Jahr 2020, bei dem ihr uns hoffentlich erhalten bleibt und ihr weiterhin hoffentlich zuschaut. Ich danke euch vielmals. Bis dahin, haut rein.